So ihr Lieben, wir müssen jetzt noch ein allerletztes Mal über die Godzilla-Serie Monarch Legacies of Monsters quatschen. Genau genommen müssen wir jetzt hier nochmal über das Finale reden und noch genauer über das sogenannte Axis Mundi. Und wenn du überhaupt nicht weißt, wovon ich hier gerade rede, es wird auf jeden Fall Spoiler hier geben. Das heißt, ich werde erklären, worum es sich bei Axis Mundi wirklich handelt. Und ich werde erklären, was das jetzt wirklich ist. Denn tatsächlich ist Axis Mundi nicht einfach eine fiktionale Erfindung des Monsterverse. Nein, den Begriff gibt es wirklich. Und deswegen quatschen wir jetzt mal darüber, was denn die Wissenschaft oder eben eine Mythologie darüber berichtet, was es denn wirklich mit dieser Zwischenwelt auf sich hat. In diesem Sinne fangen wir jetzt an mit dem Video. Viel Spaß, es kommen Spoiler. Bis gleich. Wir hatten ja erst vor kurzem live auf Twitch nochmal das Thema Axis Mundi aufgewirbelt. Da habt ihr mir auch erstmal den Namen erklärt, weil ich habe den Namen gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und ich muss dazu aber auch sagen, zu meiner eigenen Verteidigung, wir hatten uns kurz danach nochmal ein Video von Sebastian von Filmstarts angeschaut und er hat ebenfalls erklärt, dass diese gesamte Erklärung für diese Zwischenwelt wird in der letzten oder in der vorletzten Folge von Monarch Legacy of Monsters wirklich einfach nur mal ganz kurz in den Raum geschmissen. Und zwar so nebenbei. Also während die Geschichte passiert, sehen wir dann, wie Lee Shaw und die gesamte Gruppe diese Raumfahrtkapsel, mit der sie halt in die Axis Mundi runtergerutscht sind, wie sie die irgendwie von A nach B tragen. Und während sie das Teil wegtragen, geht die Kamera an so ein paar Bäumen vorbei und es wird einfach in zwei, drei Sätzen ganz kurz erklärt. Und jetzt mal ganz ehrlich, so Kommentare wie, oh, da hast du wohl nicht aufgepasst, also du verpasst die Erklärung wirklich, wenn du nur einfach mal ganz kurz blinzelst oder dir mal irgendwie kurz die Ohren kratzen musst, das ist wirklich krass. Also allein, dass die Serie ja wirklich diesen Fokus dann zum Ende auf diese Zwischenwelt legt, da hätte man wesentlich mehr drauf eingehen müssen, als einfach nur jetzt während irgendetwas passiert. Ich fand das schon von der Handlung her sehr dämlich gewählt, weil man sich wieder keine Zeit gelassen hat. Die letzten drei Episoden mussten ja wieder Schlag auf Schlag auf Schlag, musste irgendetwas passieren. Hauptsache, wir haben fünf Episoden davor irgendwie dreimal erzählt bekommen, wie jetzt Person A und Person B eigentlich Ex-Freundinnen und Ex-Freunde sind und bla bla bla. Also das Pacing ist auf jeden Fall sehr unglücklich ausgewählt von der Serie. Egal, wir kommen jetzt mal zum Punkt. Ich habe ja in meinem Video, das habe ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken, da habe ich dir sogar eine Zeichnung angefertigt. Das Video findest du auf meinem Reaction-Kanal und zwar habe ich da versucht zu erklären, was dieses Axis Mundi denn jetzt wirklich ist. Im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, dass meine Erklärung gar nicht so falsch gewesen ist. Also auch ein paar von euch haben mir in die Kommentare unter dieses Video drunter geschrieben, das wäre so überhaupt nicht, das Axis Mundi ist eine ganz andere Dimension, hätte nichts mit der Hollow Earth zu tun. Und ich frage mich, wo ihr das her habt. Also wenn ihr das doch nicht wisst, dann müsst ihr das nicht unbedingt in die Kommentare reinschreiben, weil es nämlich einfach falsch ist. Sowohl laut Monarch, also laut der Serie selber, als auch laut ehrlicher, wirklicher Definition ist Axis Mundi eine Zwischenwelt. Eine Zwischenwelt, die als Brücke zwischen, laut dieser Mythologie, Himmel und Erde fungieren soll und eben, naja, im Monsterverse als Brücke zwischen Hollow Earth und eben Erde. Das heißt, ja, Axis Mundi ist wirklich eine Welt, die zwischen der Oberfläche der Welt und eben der Hollow Earth existiert. Das ist eben einfach so. Ich habe euch die Quelle dazu mal unten in die Beschreibung reingesetzt, da könnt ihr alles nachlesen. Axis Mundi ist einfach der italienische Begriff für Weltachse. Und im Internet selber habe ich mal nachgeschaut gehabt, auf Wikipedia ist dazu zu lesen. Die Weltachse im Italienischen, Axis Mundi, auch Himmelsachse oder Weltsäule oder auch Weltensäule, ist ein grundlegender Begriff kosmologischer Mythen und bezeichnet die Verbindung zwischen dem Zentrum der Erde und des Himmels. Das heißt ja, dieses ganze Konstrukt Axis Mundi existiert eigentlich nur dafür, dass wir eben jetzt hier eine Brücke haben, die uns eben runter in die Hollow Earth findet. Was jetzt allerdings Monarch mit dazu gedichtet hat, ist, dass man den Verlauf dieser Reise in die Hollow Earth zu einem bestimmten Zeitpunkt verlassen kann und dann eben aus diesem, wir sehen es ja in Godzilla vs. Kong, aus diesem Lichtstrahl ausbrechen kann, der uns eigentlich runter in die Hollow Earth bringt und dann eben in der Axis Mundi landet. Und das ist irgendwie eine Welt in der Welt von Godzilla, in welcher andere Kaiju existieren. Und diese Kaiju haben
eine sehr explizite Fähigkeit, die eben auch aus diesem Axis Mundi stammt. Nämlich wird ebenfalls in der Serie Monarch erklärt, dass die Kaiju, die aus dieser Zwischenwelt stammen, dass die dafür sorgen, dass wenn sie Menschen oder anderen Lebewesen zu nahe kommen, dass diese dann Halluzinationen bekommen. Es gibt ja einen Monarch, Episode 4, ey, eine ganze Episode, die einfach nirgendwo hinführt, weil die Personen die gesamte Episode lang in so einer Illusion gefangen sind, in so einer Halluzination. Das stammt eben auch aus diesem Axis Mundi. Das sage ich jetzt, weil auch ich habe mir gedacht, okay, aber wenn doch die ganzen Kaiju jetzt aus der Hohlerde diesen Effekt haben, warum wird das vorher noch nie angesprochen? Der Grund ist ganz einfach der, dass wir Axis Mundi vorher noch nie passiert haben, beziehungsweise noch nie hier ausgestiegen sind. Wir sehen in Godzilla vs. Kong, sehen wir wirklich, wie die Menschen durch diese Brücke hindurch sausen, durch diese quasi wie so ein Zeitstrahl nach unten. Und wenn die hier ausgestiegen wären, in Godzilla vs. Kong, wären die auch im Axis Mundi gelandet. Das heißt, es ist wirklich eine Zwischenwelt. Dieses Ding ist laut Mythologie und eben auch laut Monarch Legacy of Monsters eine Ebene, die dazwischen hängt. Ich habe das Ganze jetzt eher so flach eingezeichnet, quasi wie so eine extra Plattform. Das stimmt aber nicht. Ich habe euch jetzt hier nochmal eine neue Zeichnung angefertigt. So ist das eher zu verstehen. Axis Mundi geht quasi dann nicht horizontal, sondern vertikal nach unten, befindet sich aber trotz allem zwischen den Welten. Und du passierst eben Axis Mundi auf dem Weg in die Hollow Earth. Wo ich wieder zum Problem komme, wie konnte Godzilla dann eben einen Lichtstrahl runterschießen in die Hohlerde? Auch da habt ihr mir verschiedene Theorien geschickt und im Endeffekt kann man wirklich sagen, ja gut, darauf sollte man sich auch vielleicht nicht so krass versteifen. Wir sind immer noch im Monsterverse und ihr habt mir, glaube ich, ungefähr 6 verschiedene Theorien geschickt und die machen alle in irgendeiner Form Sinn. Also da kann man auch wirklich mal ein Auge zudrücken und eben einfach sagen, gut, okay, Godzillas Strahl ist eben dann einfach durch die Hohlerde runtergekommen, weil das auch eine Möglichkeit wäre, runterzureisen. Aber die Menschen haben eben die Möglichkeit durch diese Portale genommen, weil das einfach schneller gehen würde. Das kann man sich irgendwie so zurechtlegen. Das passt dann auch schon. Auch die Frage, warum denn dann Godzilla diesen Halluzinationseffekt nicht hat, obwohl Godzilla ja auch durch das Axis Mundi immer wieder hindurch reist. Darauf gibt es eigentlich auch eine relativ simple Antwort, denn ja, Godzilla ist öfter in dieser Zwischenwelt, denn wir erfahren ebenfalls noch, dass der Grund, warum Godzilla immer mal wieder von A nach B kommt und dann irgendwie wieder verschwindet und dann auf der anderen Seite der Erde wieder auftaucht, der Grund dafür ist eben dieses Axis Mundi. Der verschwindet eben einfach da unten und nutzt dann quasi den Vorteil, dass die Zeit da ja anders verläuft als an der Oberfläche und taucht dann eben woanders wieder auf. Und ja, sie haben in Godzilla King of the Monsters, haben die zwar angefangen, das Ganze so zu erklären, dass Godzilla ja scheinbar so Wasserkanäle hätte benutzen sollen, aber das stimmt jetzt eben einfach offiziell nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass sie sowieso versuchen, Godzilla King of the Monsters so ein bisschen zur Seite zu schieben. Also die werden das nicht komplett rausnehmen, die werden das behandeln wie das Jurassic-Universum Jurassic Park 3 behandelt. Es wird hier und da mal wieder so ein paar Hinweise geben. Ja, das Ding ist noch Teil des Universums, man wird aber nicht mehr ganz klar darauf eingehen. Von daher muss ich sagen, Axis Mundi macht da schon Sinn und führt dann doch die Logik ein bisschen weiter durch. Wir kommen gleich noch zu einem kleinen Problemchen, beziehungsweise zu einer Kritik, die ihr noch an meine Aussage hattet. Da will ich gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen, aber ich muss dazu wirklich sagen, hätte man diese ganze Axis Mundi-Geschichte mal ein bisschen besser erklärt und nicht so wirr und so konfus und so schnell irgendwie nebenbei mal in die Leinwand gerotzt, hätte man das auch wesentlich besser verstanden. Ihr habt mich dann auch darauf hingewiesen, ja, Tobi, es macht ja aber auch Sinn, denn es gibt ja wissenschaftliche Erkenntnisse und das ist wohl wirklich so, da habe ich euch auch mal einen Link unten in die Beschreibung reingesetzt. Ich habe mich da jetzt nicht wirklich reingefuchst, habe das Ganze aber auch selber schon mal gehört, dass wohl Zeit minimal anders verläuft, wenn du in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Höhe erreichst. Also die Zeit ist dann dadurch wohl irgendwie höhenabhängig. Ich habe mich da jetzt, wie gesagt, nicht komplett reingefuchst, aber im Endeffekt ja, das ist schon so richtig, aber es geht hierbei in dieser wissenschaftlichen Theorie, oder es ist keine Theorie mehr, das hat man eben rausgefunden, geht es wirklich um Millisekunden und eben nicht darum, dass ein Tag ein Jahr ist. Gut, okay, wir müssen jetzt ja auch nicht anfangen, mit wissenschaftlichen Fakten auf Axis Mundi rumzureiten. Das Thema Zeitreisen nochmal angesprochen. Hierbei handelt es sich ganz klar um Zeitreisen, denn ein paar von euch haben auch gesagt, ja, aber eigentlich sind es ja keine Zeitreisen, weil die können ja nicht zurück. Trotz allem verlassen unsere Helden ja die Oberfläche der Erde im Jahr 2015, sind dann für ein paar Minuten weg, oder wenn es 2 Jahre sind, müssen die für 2 Tage da unten sein, kommen wieder raus und dann sind es 2 Jahre vergangen. Also sie schaffen es innerhalb von 2 Tagen, 2 Jahre zurückzulegen. Das ist eine Art von Geschwindigkeit. Tatsächlich wird Zeitreisen auch mit einer Geschwindigkeit definiert. Deswegen habe ich auch in den Kommentaren gelesen, naja, die Zeit vergeht ja nicht in Axis Mundi.
anders, sondern die Geschwindigkeit, welche benutzt wird, um von der Erdoberfläche in Axis Mundi runterzukommen, das ist der Moment, wo die Zeitreise beginnt. Und da muss ich auch sagen, hört sich erstmal plausibel an, macht aber in der Geschichte später keinen Sinn mehr. Denn wenn das der Fall wäre, dann müssten sie ja alle dieselbe Zeit zurückgelegt haben. Das bedeutet nur als Beispiel, wir packen jetzt hier den Li Shao in diesen Raum, in diese Zeitkapsel rein und der schießt runter in die Hollow Earth und ist dann irgendwie 20 Jahre lang weg. Dann müsste das ja auch auf alle anderen zutreffen, weil die ja denselben Weg von der Oberfläche ins Axis Mundi zurücklegen. Das ist aber eben hier nicht der Fall. Nein, im Monsterverse ist das Ganze wirklich so geregelt, dass im Axis Mundi ein Tag bedeutet ein Jahr an der Oberfläche. Das heißt, wenn wir 3 Tage im Axis Mundi sind und kommen wieder raus, dann sind 3 Jahre vergangen. Wenn man sich das Ganze mal so vor Augen hält, finde ich, es macht schon Sinn, das Ganze irgendwie mit einzubauen, weil ich jetzt glaube, da kann man schon sehr viel draus aufbauen. Also generell dieses ganze Zwischenweltkonstrukt und diese Brücke, die da nach unten führt. Und ja, es wird ebenfalls auch drauf eingegangen, in der Mythologie noch ganz wichtig, dass die Axis Mundi Brücke in einigen Mythologien nicht nur den Weg ebnet von Himmel zu Erde, nein, von Erde zu Himmel, sondern eben auch von Himmel zur Hölle oder aber auch in andere Richtungen. Und naja, jetzt kommt hier wieder die Pacific Rim Theorie. Wie gesagt, Guillermo del Toro ist interessiert an einem Crossover zwischen Pacific Rim und eben auch Godzilla. Und naja, wenn wir einfach mal die Augen aufmachen, dieses ganze Universen aufbauen, Crossover-Ding, ist irgendwie schon so im Hype. Deswegen, das kann wirklich passieren. Aber ich glaube, ich habe euch jetzt hier erstmal, so gut es mir möglich ist, erklärt, was Axis Mundi wirklich ist. Und ja, die meisten von euch hatten recht, es macht dann doch irgendwo mehr Sinn, als ich es dann wirklich behauptet habe. Aber ich habe beim ersten Mal gucken, habe ich mir wirklich gedacht, okay, also entweder bin ich da auch nicht aufnahmefähig genug oder man hätte es vielleicht noch ein bisschen länger erklären sollen. Ich brauche da ein bisschen mehr Substanz und ich glaube, auch viele von euch werden jetzt erst durch das Video hier wirklich wissen, dass Axis Mundi wirklich ein echter Begriff ist, den es einfach in der Mythologie wirklich gibt. Naja, jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid und lassen uns mal überraschen. Ich gehe ganz stark von einer 2. Staffel aus und deswegen mal gucken, was ich noch weiter mit dieser Zwischenwelt, mit der Weltachse anstellen werden. Schreibt mir jetzt wie immer deine Meinung dazu in die Kommentare. Für heute bin ich raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.